Moin Leute, herzlich willkommen zur Wochenendausgabe von Happy Wheels, die sich im Grunde genommen überhaupt nicht unterscheidet von einer Folge, die unter der Woche erscheint. So, und wir legen dann einfach mal los mit Matrix. 3, 6, 1, okay, los geht's. Oh nein, ja, geht weg, ihr Schwerter. Okay. Victory! Was für ein komisches Level. Neon Climber. Hey guys, welcome to my Neon Climber. Have fun. Ah, Moment, das haben wir auf jeden Fall schon mal gespielt. Aber wir probieren es einfach nochmal. Oh, snap. Na. Ah. Okay, nochmal. Oh yeah. Das wird doch was. Oh nein, das wird nichts. Wir brechen uns die Beine. Oh. Okay, nochmal. So, dieses Mal habe ich es aber im Gefühl, das wird was. Oh nein, nein, nein. Wieso gehst du denn von deinem Scooter runter? Oder von deinem Segway? Komm schon. Ja, ja. Oh yeah. Jawoll. Double Spike Fall. Ah, dann nehmen wir einfach mal den Vater und den Sohn. Ist ja ein Double Spike Fall. Das ist ja dann noch schwieriger. Na, okay. Sohn, es tut mir leid. Okay. Ich wollte dich nicht damit reinziehen, aber... komm schon, nein, what? Das gibt's doch nicht. Okay, dieses Mal aber. Okay. Das ist scheinbar mit dem auch gar nicht so einfach. Komm schon, dieses Mal aber. Okay. Die Überreste von unserem Sohn liegen noch auf unserem Lenker. Und jetzt haben wir sie abgeschüttelt. Das ist aber auch ein Blutbad hier. Und jetzt schaffen wir es. Bazinga. So, Jetwall. Das nächste Level. Und bis dato lief das ja echt gut. Jedes Level konnten wir bis dato abschließen. Und jetzt müssen wir hier... Nein, nein, okay. I've seen better. Okay, jetzt bei gut. Glück gehabt. Jetzt aber. Oh yeah. Komm schon. Auch awesome schaffen wir. Na, schaffen wir Chuck Norris? Jawohl. Und dann bleibt, glaube ich, nur noch Tubaskis, was ich da gelesen habe. Und der nächste Sieg. Oh yeah. Join the party. You can have a threesome with the moped lady and the wheelchair guy. Just follow the instructions. What the? Es gibt schon echt kranke Leute in Happy Wheels. Also, wer kommt auf die Idee, so ein Level zu erstellen? Nur gut, 99,9% impossible. Okay, wir müssen hier einfach nur... Verdammt! Okay, wir müssen scheinbar hier irgendwie ganz schnell runterkommen. Komm schon, nicht sterben, nicht sterben! Oh, das ging ja einfach. Ich glaube, das waren keine 99,9%. So, Melon Crusher. Melon Crusher, I hope you like it and rate fairly. Oh, scheinbar sowas wie ein Glass Break. Okay, und los geht's! Okay, wir sind der Melonenschnetzler von Happy Wheels. Kommen aus einem fernen Land. Ach, komm schon, aber erstmal müssen wir so ein bisschen Gas geben, damit wir die nächsten Melonen zerstören. Ja, jawohl. Jetzt liegen hier schon so viele Melonenstücke rum, die uns die ganze Zeit abbremsen. Komm schon. Okay, jetzt ist nur noch die Melone da unten. Wow, und jetzt nicht das Genick brechen. Jawohl. Und na, das gibt's nicht. Okay, auf ein neues. Einmal probieren wir das noch. Denn so spektakulär ist dieses Level eigentlich gar nicht. Macht hier im Grunde genommen immer nur das Gleiche, diese blöden Melonen kaputt zu machen. Komm schon. Oh, diese Melonenstücke nerven sowas von. So, könnt ihr jetzt mal bitte... Die nerven mich gerade ein wenig zu sehr, diese Melonenstücke. Okay, komm schon, jetzt aber. Okay, das Ding da oben müssen wir auch noch zerstören. Denn sonst brechen wir uns wahrscheinlich irgendwie wieder das Genick. Wunderbar. So. Und jetzt liegen hier wieder so viele Stücke rum. Warte mal, wir nehmen einfach hier ein bisschen Anlauf. Und komm schon! Ein beherzter Sprung und unsere Arme sind weg. Aber unser Sohn lebt dafür noch. Okay, so, jetzt hier durch Amazing. Wunderbar. PewDiePie. Nein, 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 nein. Was haben wir uns denn jetzt gebrochen? Ich meine, unsere Hände waren doch schon weg. Komm schon. Jawohl. Und jetzt... Oh Gott, dieses Level ist so unspektakulär. Aber egal, ich möchte meinen Victory.
Komm schon. Jawohl, jetzt noch da oben diese blöde Melone. Und dann haben wir es, glaube ich, auch hoffentlich geschafft. Master of... Oh nein, what? Okay, das müssen wir noch einfach irgendwie überleben. Komm schon. Okay, auf ein neues. Wir nehmen Anlauf und... Komm schon. Schnetzel dich da durch. Jawohl. Nein, nein, nein. Oh. Dang it. Das gibt's nicht. Egal, da vorne ist das Ziel. Wir haben zumindest das Ziel gesehen, aber konnten keinen Sieg erringen. A Guns Gun Epic Run. Okay. Hat sie sogar geeint. Los geht's. Okay, ein Bottle Run. Wow. Und ein Melon Run und ein Glas Run. Nein, geht nicht kaputt. Komm schon. Weiter, weiter. Nicht darunter fallen. Nicht darunter fallen. Nein, nein. Nein, nein, nein. Komm schon. Komm schon. Nein. Nein. Wir hängen fest. Okay, warte. Nein. Ach Gott, da kommen wir nie wieder im Leben hoch. Komm schon. Na, wir probieren es einfach nochmal. Vielleicht mit ein bisschen mehr Schwung. So, über die Melonen. Jawohl, das sieht doch gut aus. Wow. Okay, jetzt über diese Baumstämme. Und wir cruisen easy ins Ziel. Jawohl. So, das nächste Level Smosh Quiz überspringen wir mal. Jetstairs fixed. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Aber das probieren wir dann einfach nochmal. Und ich glaube, wir feiern hier gleich wieder einen weiteren Sieg. Jawohl! In 9,30 Sekunden. Ultra Epic Hard Quiz. Nee. For Useless Mouth. This is my second level and it's very, very difficult. Verdammt! Oh. Das gibt's doch nicht. Wie kommen wir denn hier? Nein! Okay. Ach, wir müssen uns so ein bisschen... Jawohl, das sieht gut aus. Nein! Und jetzt landen wir hier bei dieser blöden Harpune und werden die ganze Zeit beschossen. Warte mal, können wir nicht einfach unser Pogo-Stick... Nein, oh Gott, jetzt haben wir auch unsere Beine verloren. Okay, eben lief das doch... Nein! Oh. Das entwickelt sich schon wieder zu einem Fiasko. Wow, okay, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir doch nur da vorne das packen und... Jawohl! Das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir hier... da oben. Oh, da hängt sogar noch die Harpune. Und das müsste doch hier zu schaffen sein. Komm schon, Schlangentechnik. Ja, genau. Hier, das werden wir auch mit der Schlangentechnik probieren. Komm schon. Okay. Schlangentechnik funktioniert nicht. Deshalb springen wir da einfach lieber rüber. Wunderbar. Und da vorne ist schon das Ziel. Oh yeah. Oh yeah. What? Ach, hier geht's noch weiter. Na toll. Wieder eine weitere Möglichkeit, hier noch zu sterben. Komm schon. Nein, 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 nein. Oh Gott, diese blöden Jetpacks. Tötet mich nicht. Bitte tötet mich nicht. Brechen mir nicht die Beine. Wow. Komm schon. So. Wehe, das ist jetzt nicht schon wieder das Ziel. Dann, ist das völlig korrupt. Doch. 61,33 Sekunden. Das läuft doch heute wieder... Nicht schlecht, also abgesehen von einem Level haben wir bis dato alles geschafft. Und jetzt starten wir die Zombie Apocalypse Part 3. Okay. Stirbt Zombie! Wow! Das ist ja nice. A Silencer. Ah, okay. Damit wir die Zombies ganz leise töten können. Super sinnvoll. Wow. Okay, fuck yeah. You made it here to be continued. Zombie Apocalypse 3. Was ist das denn hier unten rechts für ein Smiley? Nur gut. Weiter geht's im Programm. Epic Sword Throw. Ja, machen wir doch einfach mal einen Sword Throw. Mal was Ruhiges zur Abwechslung. Ach, Moment, da müssen wir, glaube ich, wieder eher den Segway-Typen nehmen. Genau. So. Und dann, wie konnten wir den denn nicht treffen? Nehmen wir einfach mal drei Und wir haben uns selber gekillt. Komm schon! Jawoll! Und jetzt den Jungen... Nein, komm schon, den Jungen müssen wir doch hier unten erwischen. Jawoll! Und sparen sogar uns noch ein Schwert! Ah, Santa! Dich erwischen wir noch, aber vorher nehmen wir die Lady da oben und... Dich haben wir auch noch erwischt. Oh, Mist! Wir haben nicht mehr allzu viele Schwerter. Okay, nur noch zwei Stück. Und eins benutzen wir, um uns zu killen. Okay, ein Try noch. So spektakulär ist dieser Sword Throw ja nicht. Komm schon. Oh yeah, ein Double Kill. Nein! Oh, what? Habt ihr das gesehen? Jetzt müssen wir nur noch da oben das arme Baby töten.
Schon? Nein. Alle hopp! Oh Gott, der kommt doch zurück und tötet uns. Nein, war gar nicht so schlecht. Komm schon. Oh verdammt, wir haben noch zwei Schwerter. Nein! Oh, wie konnten wir den denn nicht treffen? Und? Verdammt! Egal, wir machen weiter im Programm. Bringt ja nichts, so spektakulär ist das nicht. Jungle Ropes Demo. Okay. Okay, halte ich fest. Gut. Was für ein... Oh, da vorne geht's weiter. Komm schon. Schlawiner dich dahin. Jawohl. Oh. What? Was war das denn? Unsichtbare Barriere? Okay, nochmal. Oh, mein Rachen ist auch schon wieder ein wenig rau. Entschuldigung. Ich bin immer noch ein wenig angeschlagen, aber das geht eigentlich alles. So, jetzt halten wir uns hier fest und rollen jetzt hier runter auf das Schiff. Yeah. Okay. Bitte lass jetzt hier irgendwie... Jawohl, da vorne ist das Ziel. Full Version coming soon. Ich wurde um meinen Sieg gebracht. Ich möchte diesen Victory Sound. So, weiter geht's. Ballfall. Ja, nehmen wir mal an Ballfall. Obwohl die sind ja... Ich wollte gerade sagen, die sind immer so ein bisschen... Ballfall boring. Okay, los geht's. Schlawiner dich da durch. Schlawiner dich da durch. Ach Gott, das ist langweilig. Wollen hier nochmal ein paar bessere Level sehen. Vielleicht nochmal ein Bottle Run. Harpoon Fight. Can you do it? Mit Harpoon haben wir beim letzten Mal ja schlechte... Oh nein. Das kann doch wieder nichts werden. Und los! Na, oh, oh, oh. Gleich am Anfang. Oh, da vorne ist schon das Ziel. Also das ist auf jeden Fall möglich. Komm schon, komm schon. Nein! Okay, wir nehmen lieber nochmal ein bisschen Anlauf. Und... jawohl. Ja, ja, ja. So kommen wir ganz easy ins Ziel. Victory! Oh yeah. So. Biggest Bottle Run. Das hört sich doch gut an. Okay, unser Sohn chillt da hinten schon wieder. Oh, oh nein, wir werden immer langsamer. Aber da vorne ist schon das Ziel. Und wieder mal können wir einen Bottle Run erfolgreich abschließen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Mal was Schönes zum Abschluss. Denn ich habe extrem Hunger. Irgendwie fast bei jeder Aufnahme, auch letztens bei Minecraft meinte ich. Oh, ich habe so einen Hunger. Und was geht hier hinten für eine Action? Das habe ich irgendwie schon vergessen, was für ein Level ich gerade ausgewählt habe. Auf jeden Fall haben wir hier so ein Stück Glas. Wow, snap. Wow, wow, wow. Dang it. Okay, wir fahren hier einfach komplett durch. So, komm schon. Nein. Oh, boy. Okay, auf ein neues. Komm schon, das ist auf jeden Fall machbar. Komm schon. Nein, und jedes Mal kippen wir dann nach vorne. Vielleicht sollten wir ab einer gewissen Stufe dann einfach Z drücken. Nein. Das schaffen wir noch. So, und jetzt? Nein! Oh, das gibt's doch nicht! So, jetzt aber. Ja, 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 ja. Nein, 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 komm schon. Wir leben noch. Warte mal. Wenn wir uns jetzt irgendwie... Okay, wir müssen uns dann nur wegrobben. Komm schon. Oh nein, es gibt keine Möglichkeit. Okay. Wir haben schon wieder so ein... Ja, 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 jetzt nein! Oh, jedes Mal... Gleiche Stelle, das gibt's doch nicht. Komm schon. Ja, damit kannst du laut sagen. Komm schon. Dieses Level schaffen. Was hat uns denn jetzt hier? Hat uns unser Sohn getötet? Verräter. Warte mal, wie können wir den nochmal wegwerfen? Ja, genau. Weg mit dir, Sohn. Ich verfluche dich. Okay, last try jetzt. Komm schon. So. Und. Komm schon! Jawoll! Yes! So, Leute, damit verabschiede ich mich. Wünsche euch ein traumhaftes Wochenende, denn denkt dran, in 2 Tagen ist schon wieder Montag. Ja, Paluten weiß, wie man Leute motiviert. Aber nun gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.